Huja! Und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Let's Play von mir. Ich habe keine Ahnung, ob ich das komplett durchspielen werde oder nicht. Aber es handelt sich um Black Hero. Ja, ein kleines Horror-Game. Ja, man glaubt es kaum, ich spiele Horror. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, jetzt kommt erstmal diese Quelle. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Oh mein Gott. Kommt da mal was? Ein Mann im Nachthemd. Also ich habe das schon mal gespielt, als ich jünger war. Meine älteste Schwester auch. Und wenn wir an eine bestimmte Szene kommen, werde ich euch was erzählen, was damals passiert ist. Das ist nämlich zum Schießen. Annette wird schon wissen, was ich meine. Übrigens, ihr Instagram-Account, sie macht ganz tolle Aquarium-Sachen. Es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich liest. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich habe Angst. Badabum. Also ich kann ja schon mal sagen, das ist ein Spiel, wo man oft zuhören muss. Wo man lange... Ich wollte gerade sagen, das habe ich doch schon gedrückt. Wo man lange warten muss, genau darauf achten muss, was die Leute sagen und viel hin und her rennen muss. Kapitel 1. Ja, danke schön. Das ist auch der alte Part davon. Ich habe auch einen neueren. Den habe ich auch schon gespielt. Rückkehr in die Zukunft. Lese ich auch mal kurz vor. Nach der Trauerfeier kehrten wir gemeinsam nach Black Mirror zurück. Ja. Die lange Fahrt durch die düstere Landschaft schien kein Ende zu nehmen. Das sind wir. Während der Fahrt herrschte Schweigen. Emil. Als sich unsere Blicke trafen, waren sie voller Trauer. Oh oh. Aber in unseren Gesichtern war nicht nur Kummer zu sehen. Nein? Für Victoria und Robert war ich gewissermaßen ein Fremder. Meine unerwartete Rückkehr nach mehr als 12 Jahren war der Anlass für die unausgesprochenen Fragen in ihren Augen. Was passiert ist, tut mir aufrichtig leid. Wir sind der Danke, Typ in der Heinz. Hellbraunen ich Jacke. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. William hat mir alles bedeutet. Und jetzt? Du brauchst nichts mehr zu sagen, Victoria. Heute ist ein trauriger Tag für uns alle. Wie die noch aussehen? Ich glaube, ich lasse dich jetzt allein. Skantige. Wenn du mich was bitte entschuldigst. Schultern haben. Was ist denn der du musst für den nicht Schrank? Gehen. Du bist mir ein ebenso guter Freund, wie William es war. Ich schätze deine Worte. Aber ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Ich bitte dich, sei unser Gast. Ich bleibe gern, wenn es dein Wunsch ist. Ja, mich interessieren einige Bücher in der Bibliothek. Ja, klar. Ich ziehe mich dorthin zurück, wenn es dir wirklich nichts ausmacht. Nein, ganz und gar nicht. Danke. Ich werde in der Bibliothek sein. Wird in der Bibliothek sein. Bates, er hat doch was falls mit Heinz etwas benötigt, helfen Sie ihm bitte. Aber natürlich. Sie können sich auf mich verlassen, Madam. Das ist der Typ mit der roten Krawatte. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich glaube, du könntest etwas Ruhe brauchen. Du bist so einfühlend wie immer, Robert.
Ich möchte eine Weile mit meinen Gedanken allein sein. Das ist absolut verständlich. Oh je, die Gedanken. Habt ihr die Handbewegung gesehen? Samuel. Ja? Würdest du mich bitte in mein Arbeitszimmer begleiten? Ach nee. Ja, gerne. Oh Samuel, bitte bleib. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Gott. Selbstverständlich. Würdest du mich bitte entschuldigen, Robert? Wir sprechen uns später. Ich werde in meinem Arbeitszimmer sein. Samuel, sag, bist du zurückgekehrt, um für immer bei uns zu bleiben? Nee. Um ehrlich zu sein, ich habe mich noch nicht entschieden. Lass mir bitte noch etwas Zeit. Vergiss nicht, wir sind immer noch deine Familie. Gott. Du bist ein Gordon und du gehörst hierher. Genau wie alle anderen Gordons vor dir. Ist auch ja, gar kein Druck, Oma. Dessen bin ich mir wohl bewusst. Tante? Aber ich muss meine Gedanken ordnen. Ich die Tante, vielleicht kann ich dann deine Frage beantworten. Oh, ich hatte so gehofft, dass du ja sagst. Mir geht es nicht sehr gut. Bitte entschuldige mich jetzt, Samuel. Natürlich. Ich gehe auf mein Zimmer. Sir, ich habe mir erlaubt, Ihr Zimmer aufzuräumen. Danke. Ich glaube, Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Schauen wir mal. Hier ist der Schlüssel. Ihr Koffer ist schon im Zimmer. Er hat meine Sachen durchwühlt. Das tun die Butler immer. Sie da hinten nimmt erstmal einen Zug. Danke, Bates. Ein Schlüssel. Ich weiß gar nicht, gilt dieses Spiel... Boah, was haben wir denn für ein geiles rotes Hemd? Das wusste ich gar nicht mehr. Victoria möchte, dass ich bleibe. Vielleicht hätte ich es ihr versprechen sollen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Ja. Vielleicht später. Ha, komm. Schlaf mal eine Nacht drüber. Also, wie sind der hier, Gordon? Samuel, der da, im roten Hemd. Das ist unser Anwesen. Wir sind sowas ähnliches wie eine Adelsfamilie. Und diese Adelsfamilie hat aber, Hilfe die Maus, einen Fluch auf sich lassen. Ja, hier guck mal, da ist einer. Scheint eine ziemlich lange Familie zu sein, was die hier haben. Ein Bild von einer Frau, keine Ahnung, wer das ist. Wer ist das? Jennifer, die Frau von Tobias Gordon. Wer ist denn Tobias? Hier ist Robert. Robert, der wollte, dass wir da mit reinkommen. Lass mich mal rein. Robert? Robert, darf ich einen Moment mit dir sprechen? Natürlich. Ich unterhalte mich gerne mit dir. Ja, lass mich rein. Wir haben einander schon so lange nicht mehr gesehen. Wie viele Jahre sind es? Der lässt 12, vielleicht mehr. Okay. Der Eine lässt wirklich echt lange stehen. Zeit. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Danke. Ich bin nicht für immer zurückgekehrt. Ich bin nur wegen Williams Beerdigung hier. Wirklich? Das ist schade. Ich dachte, du bleibst wenigstens für ein paar Monate bei uns. Vielleicht überlegst du es dir ja doch noch. Also, worüber möchtest du reden? Ja, über diese drei Dinge, aber lass mich doch erstmal rein. Früher haben wir immer gesagt, fällt mir gerade wieder ein, der hat irgendeine Mrs. Dienstag oder Mrs. Mittwoch oder so da drin und will nicht, dass wir die sehen. Dann fangen wir mal mit was William denkst an. Du über das, was William zugestoßen ist? Das ist aber eine seltsame Frage. Hm? Was soll ich Wo denn darüber denken? Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war, geschweige denn Selbstmord. Zu dem Zeitpunkt? Ich fürchte, du ziehst voreilige Schlüsse, Samuel. Du glaubst doch nicht etwa, dass es Mord war. Wo doch. Oder? Wo Nein. Doch. Aber mal ehrlich, wer bringt sich im Herbst seines Lebens um? William war ein sehr alter Mann. Hör mal. Herbst seines Lebens. William war alleine im Turm, als es passierte, und die Tür war von innen abgeschlossen. Also ist Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Warum hat er dann keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Das weiß ich nicht. Und ich will auch nicht darüber nachdenken. Ich versuche gerade, meine Gedanken von Williams Tod abzulenken. Was wir aber auch für und ich habe überhaupt keine Lust, darüber zu reden. Wie ist es möglich, dass Robert gar nicht daran interessiert ist? Bin ich der Einzige, der die Wahrheit über Williams Tod wissen will? Ja, der erbt doch bestimmt. Der erbt. Das Schloss verfällt zusehends. Wie lange soll das so weitergehen? Das Schloss steht seit Jahrhunderten und es wird nicht in nächster Zeit zusammenstürzen. Es wird uns überdauern. So wie es unsere Vorfahren überdauert hat. Aber der alte Flügel ist langsam baufällig. Er war schon baufällig, als ich geboren wurde. Oh Gott. Und er steht noch immer. Warum hat ihn nie jemand restauriert? Oh, das hat man. Vor etwa 100 Jahren hat Werner Gordon versucht, ihn zu restaurieren. Wieso sagst du versucht? Nun, er war nicht der Erste, der es versucht hat. Der neue Bau hat nie länger als ein paar Jahre gehalten. Die ursprünglichen Fundamente des Schlosses, die von Marcus und Mordred gelegt wurden, befinden sich innerhalb dieser Mauern.
Es ist, als ob die alten Steine die neuen nicht annehmen wollten. Hm, wirklich seltsam. Was gibt's Neues, Robbie? Komm, erzähl mal. Also, was hat sich in meiner Abwesenheit hier so getan? Ich kann mich an nichts Besonderes erinnern. Gibt es irgendwelche neuen Familien? Nein, ich glaube nicht. Die einzige Person, die neu hierher gezogen ist, ist Dr. Herman. Außerdem haben wir einen anderen Stallknecht und einen anderen Gärtner als die, die du kanntest. Ich war 12 Jahre nicht mehr hier und das Einzige, das sich verändert hat, ist, dass wir 2 neue Bedienstete haben? Naja, die Leute reißen sich nicht gerade darum, hier zu leben. Das weißt du doch selbst. Ja, gut. Ja, es hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist beinahe unheimlich. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Ich glaube auch diese Parts... Der lässt einen echt nicht rein, ne? Ich glaube, diese Parts werden auch ein bisschen länger. Die heutige Zeitung. Ich werfe mal einen Blick hinein. Jo. In der Zeitung liegt ein Brief. Was haben wir jetzt rausgefunden? Robert. Ach so. Ich habe jetzt erst deinen Brief bekommen. Dieser permanent betrunkene Trottel, den du für seine Dienste als Boten bezahlt hast, hat ihn zu spät gebracht. Keine Sorge. Ich werde mich wie üblich um dein Paket kümmern. Zum Glück interessiert es an diesem gottverlassenen Ort niemanden. PS? Ich schlage vor, dass du diesem Idioten Mark das nächste Mal mehr Geld gibst. Vielleicht liefert er dann etwas pünktlicher. Haha. Haha. Ja, okay. Ich lege ihn zurück, damit Robert ihn dort findet, wo er ihn finden soll. Haha, ist doch dieser Herman. Dr. Herman. Das ist Victorias Zimmer, die ist nicht da. Geh mal erstmal in unsers. Also diese Parts werden wahrscheinlich länger, weil man halt viel rumlaufen muss, viel hören muss. Wir müssen alles Mögliche anklicken. Hier habe ich früher mit William Schach gespielt. Ich erinnere mich daran, wie er mir die Grundzüge beigebracht hat. Als wäre es gestern gewesen. Ich kann auch Schach. Zwar nicht besonders gut, aber ich kann Schach. Zur Treppe, im Zimmer. Was ist hier? Tür. Einfach nur Tür. Geh mal in unser Zimmer rein. Renn mal ein bisschen. Er rennt absolut nicht. Meine Katze flippt gerade total aus. Die Tür ist abgeschlossen. Bates hat mir seinen Schlüssel gegeben. Ich kann sie aufschließen. Ist aber auch ein sehr düster gestaltetes Haus, oder? Nimm mal den Schlüssel. Ah, jetzt. Gilt dieses Spiel schon als Retro eigentlich? Ab einem bestimmten Alter gilt es als Retro. Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Mir ist, als wäre ich erst ein paar Tage fort. Willkommen daheim, Samuel. Was ist das für ein überdimensional langer Koffer? Schüssel. Wasch dich mal. Genau, wasch dich erstmal. So, was haben wir hier noch? Ein kaputter Spiegel. Hätten Sie mal austauschen können. Davor hat Catherine jeden Morgen ihr wunderschönes Haar gebürstet. Es ist besser, den Erinnerungen nicht nachzuhängen. Catherine ist seine Frau gewesen. Eine alte Fotosammlung. Jo. Ich möchte nicht an die Zeiten erinnert werden. Ich lasse sie in Ruhe. Sagt da, und hier steht ein Bild von ihr, ne? Da ist sie. Da ist was Dramatisches damals passiert. Aber dazu kommen wir noch. Ich will nicht so viel spoilern. Ich hoffe, die Musik Verzeih ist okay. Verzeih mir, Catherine. Es ist ja... Unten die Schublade kann ich anscheinend nicht aufmachen. Ja, das sind Bilder. Wir gucken uns einfach alles an. Immer wenn dieses rote Ding ist, muss man irgendwas angucken. Eine Zeichnung des Anwesens der Familie Gordon in Wales. William hat sie als junger Mann angefertigt, als er dort war. Warum hängen die bei mir? Ich habe nur einige Reisenecessaires darin. Ja, zieh dich mal um, genau. Guck rein. Ich stecke die Tabletten ein, falls ich wieder Kopfschmerzen bekomme. Hauptsache, die Drogen sind dabei. Keine Macht der Drogen. Die Brieftasche kann ich bestimmt gebrauchen. Ich sehe nichts Interessantes. Okay, jetzt ist das hier fertig. Was ist das? Ein Kamin. Warum ist da kein Feuer an?
Es ist kalt hier. Ja. Ich werde Bate sagen, er soll den Kamin anzünden. Hört man das eigentlich, wie der Wind hier durchpfeift? Also es gibt in diesem Spiel keine richtige Melodie oder so. Nur ab und an mal so ein bisschen. Ansonsten ist es komplett still und dann hörst du nur diese Umgebungsgeräusche. Ich möchte mich jetzt nicht ausruhen. Gut. Eh nicht so. Wasch dich lieber nochmal. Ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal, glaub, zum Butler. Und sagen, dass wir Feuer wollen. So, was ist das für eine geheimnisvolle Tür? Früher war ein Kinderzimmer dahinter. Jetzt sind es nur noch nackte Wände. Aha. Es hat keinen Sinn, dorthin zu gehen. Okay. Können wir hier auch zur Treppe? Ja, geh da mal zur Treppe. Bei solchen Spielen, ich habe die früher geliebt. Es ist so dieses... Ach, jetzt kommen wir hier raus. Okay, gucken wir da nochmal drauf. Das ist dieses Rätseln halt, was einem so gefällt, also was mir so gefällt. Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsraum. Gehen wir hier zur Treppe. Und da muss man eine bestimmte Reihenfolge von den Bildern halt haben. Also diese Sachen hier, was man so anklicken kann. Und dann kommt man erst ich weiter. Ich habe keine Ahnung, wonach ich dort suchen sollte. Ja, ich auch nicht. Es war nur rot. Nach unten in die Eingangshalle. Das ist eine sehr komische Eingangshalle. Immer diese komischen grünen Lichter hier. Ich fand die immer sehr, sehr unheimlich. Diese Tür führt zu dem besagten Flügel, glaube ich. Diese Tür führt nirgendwo hin. Dahinter befindet sich das unterste Geschoss des alten Schlossflügels. Mhm. Der Eingang ist seit Jahren zugemauert. Ja, ja, ja. In diesem Teil, in diesem Teil. Da gibt es noch mehrere Teile von. Die habe ich auch alle schon gespielt. Der Butler! Mach mein Feuer an. Na los, geh hoch. Reden wir erstmal ein ernstes Wörtchen. Ich freue mich über Ihre Rückkehr, Sir. Malt's nicht rum. Wir haben Ihr Zimmer nicht angerührt. Es ist alles so geblieben wie damals, als Sie weggingen. Hm, sehe ich. Sehr schön. Hättest du das Spiegel mal umtauschen können? Falls aufgeräumt werden sollte oder sonst irgendetwas, sagen Sie es mir einfach. Das wird nicht nötig sein. Ja, ja, ja. Alles ja, ging doch so schnell. Ich hatte keine Zeit, meinen Besuch anzukündigen. Es wäre mir eine Freude, Ihnen wie auch immer zu helfen. Danke, ich komme zurecht. Brauchen Sie sonst noch etwas, Sir? Feuer! Oh Gott, ist das viel. Ich habe mit Robert gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht sehr gut geht. Das liegt vermutlich an seinen Verpflichtungen in Ashbury. In letzter Zeit kommt er mir oft erschöpft vor. Er verbringt immer mehr Zeit mit seiner Arbeit. Oft bleibt er sogar über Nacht dort. Wenn er abends heimkommt, sperrt er sich in sein Arbeitszimmer ein und arbeitet bis spät in die Nacht. Er lässt nicht einmal mich herein. Vermutlich will er einfach nicht gestört werden. Eine ganze Orgie da. Vielleicht, aber das hat er früher nicht getan. Ich spreche nochmal mit ihm. In Ordnung, Sir. Okay, müssen wir uns merken, wir sollen mal mit dem Robby reden. Ich habe den Eindruck, dass sich hier seit meinem Weggang nichts verändert hat. So viele Jahre sind vergangen. Aber es kommt mir vor, als wäre es erst einen Monat her. Die gleiche Landschaft, das gleiche Wetter. Als ob die Zeit an diesem Ort stehen geblieben wäre. Sir, in Ihrer Abwesenheit hat sich vieles verändert. Glauben Aha. Sie mir, nichts ist so, wie es war. Wir alle werden alt und alles um uns herum ebenfalls. Ich bin er seit meiner Jugend hier im Dienst und ich weiß sehr Robin. Gut, wie man sich durch diesen Ort verändert. Während der letzten Monate ist es Tag für Tag schlimmer geworden. Es war, als ob das Dunkel in den alten Mauern dieses Schlosses allmählich von uns Besitz ergreifen würde. Vielleicht haben Sie recht. Auch ich fühle mich nicht gerade wohl innerhalb dieser Mauern. Ja, das sollte Sie ja wecken auch mal in mir Erinnerungen, die ich lieber vergessen wollte. Sie haben etwas Seltsames und Finsteres an sich. Und diese trostlose Stille. Ja, und guckt euch das doch mal an. Was ist das? Alte Häuser können schön sein. Ja. Aber nicht so. Das ist nicht mehr schön. Was ist das eigentlich für ein hässliches Bild? Das kann weg. Das würde ich als allererstes wegnehmen. Bates, können Sie bitte den Kamin in meinem Zimmer anzünden? Ja. Es ist recht kalt dort. Hoch da. Oh, entschuldigen Sie diesen alten Butler, Sir. Das hatte ich völlig vergessen. Raus aus diesem Haus. Ich zünde Ihnen gern den Kamin an. Nein. Und wenn das Zimmer gründlich gereinigt werden soll, sagen Sie es bitte.
Es stand über 12 Jahre lang leer und ein oberflächliches Aufräumen genügt nicht. Nein, das Zimmer ist in Ordnung. Danke. Gern geschehen, Sir. Er hat sich Mühe gegeben. Also, wir schmeißen ihn nicht raus. Fragen wir immer generell über sich. Geht's Ihnen ganz bestimmt gut, Bates? Sie wissen, dass Sie sich jederzeit ausruhen können. Danke, Sir. Ich glaube, es wird schon. Und der alte Flügel. Bates, sagen Sie, ist der alte Teil des Schlosses noch sicher? Ich würde gerne die Ruine untersuchen. Als Junge habe ich dort gespielt. Aber, Sir, schon damals war es dort nicht ungefährlich. Ja, Sie haben recht. Victoria hat mich immer ausgeschimpft, wenn sie mich dort erwischte. Sie hat mir so richtig die Leviten gelesen. Das war auch gerechtfertigt. Diese alten Mauern bleiben nur noch durch das eigene Gewicht stehen. Es ist bestimmt keine gute Idee, sich dort aufzuhalten. Nicht einmal wenige Momente lang, Sir. Gehen Sie bitte das Risiko nicht ein. Beruhigen Sie sich, Bates. Ich war bloß neugierig. Ich habe nicht vor, dorthin zu gehen. In Ordnung, Sir. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Ja, mach's gut, Bates. Hier drüben ist die Bibliothek, da oben sieht man's, da ist der Haha-Hermann drin. Gehen wir aber später hin. Ich gehe erstmal zu Victoria. Er macht währenddessen Feuer oben an. Da ist schon wieder so ein komisches Bild. Das können wir sogar anklicken. Irgendein Verwandter Marcus von uns. Gordon, der jüngere der beiden Brüder, die unsere Familie gegründet haben. Ah, da sieht man ihn. Ich habe hier sogar so ein Foto, beziehungsweise so ein Bild, wo der Stammbaum der Familie Gordon drauf ist. Wie hieß der? Marcus, ne? Marcus hatte eine Annelie. Dann gibt es noch den Mordred, glaube ich, der andere Bruder. Von dem hier stammen wir also ab. Dramatische Musik da im Hintergrund, ey. So, Victoria, bitte. Oh, jetzt geht's zum Esszimmer. Ich glaube, wir sind falsch. Huch, wir sind im Esszimmer. Sagen wir hier? Früher saß ich beim Essen mit der Familie auf diesem Stuhl. Aha. Ich glaube, das hat jede Familie, oder? Einen festen Sitzplatz? Frische Äpfel und ein paar Bonbons. Mandelbonbons aus der fernen Schweiz. Meine Schweiz? Lieblingsbonbons. Die Schweiz. Erstmal schön einstecken, aber den Apfel liegen lassen. Ist genau richtig so. Hätte ich auch gemacht. So, wo geht's denn? Zur Küche? Hier geht's nach draußen. Nein, wir gehen einfach in die Küche. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange ich die Parts machen soll. Soll ich die eine halbe Stunde machen? Eine Stunde? Wir sind in der Küche. Schrank. Verschiedene Kräuter und Gewürze. Ich will das Bates zuliebe nicht durcheinander bringen. Doch, los, mach mal. Der Esstisch der Dienerschaft. Dienerschaft, ey, wie die Leute behandeln. Mein Handy jault, Entschuldigung. Eine Gewürzmühle. Ich mach's leise. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Meine Schwester hat geschrieben, Entschuldigung. Die ist eher dekorativ. Sie funktioniert nicht. Okay, hier ist der Herd. Es ist schon eine komische Küche, ne? Hier bereitet Bates die Mahlzeiten zu. Er kocht sehr gut. Wenigstens hat es mir immer sehr geschmeckt. Schnippelt der hier auf den Tisch? Weil da ist nur so ein Ding? Anrichte, okay. Und hier ist der Herd. Ich muss im Moment nichts braten. Außerdem weiß Bates besser, wie man damit umgeht. Ja, hast bestimmt noch niemals gekocht in deinem Leben, ne? Ja, das sind die richtigen. Am Boden ist etwas schmutziges Wasser. Vielleicht waren früher Blumen darin. Schlüssel. Klau sie. Wahrscheinlich ist das der Kellerschlüssel. Ich lasse ihn hier. Bates braucht ihn vielleicht. Langweiler, ey. Geh mal erstmal hier zur Anrichte. Was haben wir da drin? Von hier brauche ich nichts. Und durch eine Jedi-Macht geht's von allein wieder zu. Gehen wir zu Victoria. Im Gemeinschaftsraum. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Victoria möchte allein sein. Ich werde sie jetzt nicht stören. Ich dachte, ich soll zu ihr. Gehe ich halt doch zum Haha-Hermann. Du bist ja immer noch hier. Ihr solltet Feuer machen. Was ist denn das? Hast du jetzt Feuer gemacht? Brauchen Sie etwas, Sir? Feuer! Nein, eigentlich nicht. Ich komme nur gerade zufällig vorbei. Er sieht müde aus. Ach Gott. Wie lange will der denn da Staub wischen? Da ist Haha-Hermann.
Aha, Herman, komm mal her. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, komm. Rücken Sie mal mit der Sprache raus. Was war denn das für eine Notiz? Was ist das Paket? Ja, in Ordnung. Es geht um William. Ich weiß, dass Sie nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Freund waren. Ja, das gilt für Ihre ganze Familie. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Gordon? Ihnen ist wohl klar, dass dies kein angemessener Zeitpunkt ist, um über William zu sprechen. Warum nicht? Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Nun, es ist in der Tat seltsam. Wie sollte es nur passiert sein? Und diese Verbrennungen. Was für Verbrennungen? Zahlreiche tiefe Verbrennungen. Ich habe keine Ahnung, woher sie stammen. Reden Sie weiter. Nicht jetzt, Mr. Gordon. Ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden. Spielverderber. Kommen Sie morgen wieder. Dann erzähle ich Ihnen gerne alles. Also gut, dann erwarten Sie morgen meinen Besuch. Ich werde bestimmt kommen. Dr. Herman weiß etwas Wichtiges. Ich muss morgen mit ihm sprechen. Den nageln wir fest. Fass meine Bücher nicht an! Ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen. Pass ja auf, was du in meiner Bibliothek machst, Jungchen. Pass ja auf. Ich weiß gar nicht, was dieses Spiel mit mir macht. Ich bin normalerweise nicht aggressiv. Ich bin eigentlich ganz lieb. Ein Plan von unserem Gut. Der könnte sich als nützlich erweisen. Oh. Den nehme ich mit. Ja, immer her damit. Was haben wir denn noch hier so? Im hinteren Teil? Globus. Alte Karte. Gehen wir erstmal zur Karte und so. Hier ist nichts mehr rot und dann gehen wir gleich zum hinteren Teil. Eine von Hand gezeichnete Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert. Finde ich ja mega geil, sowas, ne? Der Globus. Hier scheint etwas zu fehlen. Oh ja, glaube ich auch. Merken, meine lieben Freunde. Bücherschrank. Literarische Werke. Renaissance. Darunter sind viele große Bücher. Vielleicht lese ich später darin, wenn ich Zeit und Muße habe. Oh, so eine schöne Bibliothek hätte ich auch gern. Da würde ich die ganze Zeit verbringen. hier war noch was rot. Wo ist denn hier der Globus nochmal? Nee, da gehen wir ins hintere Teil. So, wir sind im hinteren Teil. Da ist eine komische Figur. Die Statue hält etwas Seltsames in der Hand. Ja, es scheint eine Art Schlüssel zu sein oder ein Amulett. Gib mir das. Hat das jetzt genommen? Ich glaub nicht. Es ist sinnlos, diese Bücher durchzublättern. Keines davon kann mir sagen, was passiert ist. Sie sehen trotzdem hübsch aus. Haben wir hier noch? Hier ist noch ein Bücherschrank. Noch mehr Bücher. In der Bibliothek normal, mein Guter. Großes Buch. Tisch. Wir gucken uns erst den Tisch an. Williams Schreibtisch. Er verbrachte früher unzählige Stunden davor. Ich finde den Stuhl auch irgendwie geil. Die Chronik von Schloss Wormhill. Die Pfarrkirche existiert schon sehr, sehr lange. Schon unsere ältesten Bücher und Aufzeichnungen erzählen von ihr. Nur die Mauern unseres Schlosses erinnern sich an ihre Erbauung. Marcus Gordon ließ die Kirche vor so langer Zeit erbauen, dass das genaue Datum im Nebel der Vergangenheit verloren ist. Folglich kann das tatsächliche Alter des Gebäudes nur geschätzt werden, da es in der Vergangenheit keine genauen Aufzeichnungen gab. Nach Meinung angesehener Historiker wurde die Kirche um das Jahr 1215 herum errichtet. Man glaubt, dass Marcus die Kirche auf einer heidnischen Stätte erbauen ließ, an der im Wandel der Zeiten viele unschuldige Menschen gestorben sind. Es gibt jedoch keine entsprechenden Aufzeichnungen. In den Büchern, die mir im Schloss und Pfarrhaus zur Verfügung stehen, wird davon auch nichts erwähnt. Vom historischen Standpunkt her ist dies also bloß eine Annahme. Wahrscheinlich eine von vielen erfundenen Legenden, wie sie in diesem Teil des Landes kursieren. Eines ist jedoch gewiss, in diesem Zeitalter entstand die Akademie von Black Mirror. Wie bei der Kirche von Wormhill war Marcus für die Entstehung des imposanten Gebäudes verantwortlich.
Die neue Akademie mit ihrer riesigen Bibliothek sollte als Wissenszentrum für das Volk dienen. Außerdem war sie ein sicherer Aufbewahrungsort für die Chronik der Familie Gordon, die auf Anweisung von Marcus von den Gelehrten behütet werden sollte. In diesem Punkt jedoch meinte es das Schicksal mit Marcus nicht gut. Nach seinem Tode brach ca. 1512 ein Brand in der Akademie aus. Trotz der beherzten Rettungsversuche der Bewohner, die zum Schloss eilten, um die Flammen zu bekämpfen, brannte die Akademie bis auf die Grundmauern nieder. Als ersichtlich wurde, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war, versuchte man, die Aufzeichnungen zu bergen. Nicht jeder war bereit, sein Leben in der tödlichen Hitze zu riskieren, nur um Papiere und Bücher zu retten. Aber hätte es nicht einige mutige Menschen gegeben, wüssten wir heute nicht, wer Marcus Gordon gewesen ist. Und die Geschichte des Black Mirror Schlosses wäre verloren gegangen, denn ein Großteil der Chroniken fiel den Flammen zum Opfer. Bei dem Brand starb Garmore Gordon im Alter von 45 Jahren. Sein Mut wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Vom Personal der Akademie blieb niemand am Leben, der sich um die Aufzeichnungen und alten Bücher, welche das Feuer überdauert hatten, hätte kümmern können. Folglich wurden die verbliebenen Bände der Gemeinde von Wormhill übergeben, in die Obhut von Pater Matthias. Bis zu seinem Tode im Jahre 1543 bewahrte Pater Matthias die historischen Schätze sorgfältig auf. Diesem heiligen Mann verdankt die Familie von Garmore Gordon die Erhaltung der Chroniken und der alten Aufzeichnungen. Seit dieser Zeit wird die Chronik der Familie Gordon über die Jahrzehnte an die Nachkommen von Pater Matthias weitergereicht. Bis heute. Zur Unterschrift gegeben von Jeremy Gordon im Jahre des Herrn 1632. Mein Gott, war das jetzt viel. Die Pflanke schon. Nein. Man glaubt, dass es gibt von. Stopp! Eines ist jetzt wie. In diesem Punkt nach seinem Trotz der. Ach nö. Bei dem. Vom Person. Folglich ist diesem seit. Haben zur jetzt? Unterschrift gegeben. Ja. Jetzt haben wir es. Huch, nee, ich wollte nicht das nochmal lesen. Das ist doch schon so viel. Ich weiß nicht mal, ob das eine gute Idee ist, sowas andauernd vorzulesen. Leute, ich glaube, ich mache erstmal so eine Art halbe Stunden-Part. Wenn euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Kommi da. Erzählt mir auch gerne, wie lang diese Parts werden sollen, da es ja ein bisschen anders ist in diesem Spiel. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Wenn ja, hinterlasst auch gerne ein Abo für diesen Kanal. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Black Mirror zusammen mit Mariposa. Bis dann also. Ciao!